Guck mal, Kadel. Guck mal, wo wir sind, Kadel. Komm, geht ja. Oh, guck mal, der kommt. Der fliegt da gleich in die Luft. willkommen zurück zu Duke Nukem. Hallo, Leute. Hallo. Wir schießen hier heute Sachen ab. Pum, pum. Private Property, no trespassing. Okay. So. Oh, ich hab's die Steroide gegessen. Au! Ich will der Erste sein bei den Ladies. Blablabla. Nein. Ah, ich will der Erste sein. Okay, hier sind keine Ladies. Oh, oh. Bombenladen. Oh Gott. Wie weit es einfach explodiert ist. Heilige Scheiße. Ich glaube, wir haben ein bisschen was kaputt gemacht hier drin. Aber hier ist die blaue Access Card. Hoffentlich leben die Nutten noch. Das war gerade viel zu schnell vom Gameplay her. Ich habe glaube gar nicht mitbekommen. Ich bin einfach nur überall reingerannt, was offen war. Okay. Okay. Guck mal. Geht ja wenigstens einmal noch eh ausprobiert, bevor ich sie abgeballert habe. Ich weiß, ich habe auch drüber nachgedacht, aber dann habe ich es einfach für den Witz getan. Wuff! Oh man, ey, man hätte echt eh ausprobieren sollen, aber es war zu witzig in meinem Kopf. Das war ja auch lustig. Was sitzt denn da? Alle so nur so, ah, und hat puff. Vor allem einfach, oh ja, fick mich. Sister Act 3 hieß der Film, den wir gerade kaputt gemacht haben. Der Bildschirm geht einfach noch, obwohl er halb kaputt ist. Alter. Hier können wir durch die Wand. Sind hier noch, sind hier noch mehr Studios? Hoffentlich. Und ehrlich hoffentlich, damit man mal eh ausprobieren kann. Oh, Schuhe und Steroide in einem Schrank. Das ist natürlich geil. Was ist das? Ah, die druckt Posters. Sister Act 4. Hä? Wurde, hat Teil 3 nicht angefangen? Produzieren, ey. Aber nur andere Video-Editierung und ist dann Teil 4. Ja. Ah, so, okay. Ich kennst dich wohl nicht so aus in der Branche. Ja, klar. Wo lang müssen wir? Ja, das fragst du am besten jemand anderen. Okay. Wir sollten den Jetpack in hier im Zimmer. Du hast keine Ahnung, was bei Sister Egg so abgeht, oder? Scheinbar nicht. Und ich hinterfrage es immer mehr, ob ich es wissen will. Ich sag dir, du willst es wissen. Ah. Wo lang müssen wir, Tuttle? Ich weiß es doch selber. Benutze mal die blaue Karte und geh einfach da raus, wo wir raus müssen. Ja, mach mal, ich bleib hier stehen. Und sieh dir dazu, wie dein schwitziger Körper am Kämpfen ist. Oh. Also, das sieht ja schon aus wie mein Bruder. Wir können ja Brother Egg machen. Oh Gott. Oh Gott, Fanfiction. Ja. Brother Egg heißt hier auch dann einfach. Was sind das für grüne Dinger, die hier durchschwimmen? Guck mal. Oh Gott. Ah, oh, es sind Energiebälle, die uns schrumpfen. Wollen wir uns schrumpfen lassen in dem Wasser? Ich will das nicht. Wo ist denn der schreit? Oh Gott, überall Gegner. Oh. Ich sehe keiner. Der Funny Boner Comedy Club. Erzähl mal einen Witz. Hallo Leute. Kann man nicht E drücken? Fährt mein Arzt, sagt der Arzt. Wir haben so ein langes Gesicht. Aha. Einfach den schlechtesten Witz der Welt. Falsch erzählt. Kommt ein langes Gesicht zum Arzt. Warum sind Sie so ein Pferd? Kommt ein Pferd zum Arzt, sagt der Arzt. Hallo, sagt das Pferd. Ich hab Probleme, ich hab letzte Zeit immer ein langes Gesicht. Kommt ein Pferd, kommt ein Arzt zum Pferd. Ich hab ein langes Gesicht. Okay. Kommt ein langes Gesicht zum Pferd, sagt das Gesicht. Ich hab einen Arzt.
So richtig behindert auf einmal. Ah, okay. Wo lang müssen wir? Der Comedy Club, der macht mich fertig. Wir sind überall Jetpacks in der Map. Wo geht es lang? Ich verstehe das nicht. Vielleicht durch diese Türen. Hallo? Oh. Nein, ich glaube nicht. Machen wir die Tür auf. Hallo. Ja, warum ist nicht explodiert? Aber das ist aufgesammelt, du Spasti. Ah, jetzt bin ich wieder ein Spasti. Erst durch die Tür für dich aufmachen. Und dann bin ich ein Spasti. Ja, ist nicht mal richtig aufgemacht. Oh, man kann hier das Wasser steigen lassen. Wieso sollte ich das Wasser steigen lassen wollen? Geh weg. Das ist ein Rätsel. Da war nichts Besonderes. Achso. Das ist die rote Karte aber. Come get some. Waterman, Waterman. Can't swim under, Waterman. Haifisch hier, Haifisch da. Killin, killin, hip hip hurra. Ich sehe aber viel zu viele Raketen. Ich hab Haie getötet. Lass das Wasser steigen. Ich bin auch hier unten. Okay, ich lass das Wasser steigen. Ah, Jetpack einfach, ja. Oder ich lass das Wasser steigen. Ja, so. Wasser steigen schon klar, aber ich meine, du bist einfach mit dem Jetpack wieder hochgeflogen. Ja, wir hätten auch mit dem Jetpack rausfliegen können. Wir müssen nur auf die andere Seite rüber. Wo lang? Unten durchtauchen. Ah, jetzt verstehe ich das erst. Ja, dafür braucht man eigentlich das hohe Wasser, dass man hier raustauchen kann, aber man kann auch mit dem Jetpack einfach hochfliegen. Ja, und hier ist auch noch überall ein Jetpack auf der Map. Ich mach Beep-Beep-Geräusche. Oh Gott, das war ich. Sag mir, wenn's vorbei ist. Es ist vorbei, du willst wieder zugucken. Einfach zugucken. Okay. Cola. Come get some. Cola, come get some. Nein, geh mal zum Automaten jetzt, weil dann weißt du, warum ich da hingeschaut habe und zurückgekommen bin. Kletter einfach auf den Automaten und dann dreh dich um. Hail to the King, baby. Ui, hi. Einfach 800 von denen. Du hast aber zu dir hingesprengt. Mann, irgendwie funktionieren die Dinger nie richtig. Hallo? Was ist da links oben? Was ist das, was da hängt? Oh, ich habe eine Palme verbrannt. Ach, das war eine Palme. Was höre ich da? Ich habe ein Schwein. Hier ist das Levelende, okay. Dann sollten wir uns noch ein bisschen im Level umgucken. Hi. Da unten konnte man noch runtertauchen, aber da war nichts außer ein First Aid Ding. Okay. Sind die Dinger hier immer drin, die Löcher, oder hat man die selber da reingeschossen? Ich glaube, die haben wieder reingeschossen. Okay. Das ist nur ein First Aid Kit. Ah, ist ja schön. Und so ein Scuba Gear ist er auch. Und ein Raketenwerfer. Oh, den habe ich nicht gesehen. Der ist unter der anderen Pumpe. Nicht behindert? Voll riskant. Aber es lohnt sich. No problem for me. Na komm, gehen wir gleich ins nächste Level. Mach ich halt irgendwie so im Level einen Cut. Piu! Hallo? Das Musik? Oh Gott, Hilfe. Voll die mysteriöse Musik. Die Knöpfe sind kaputt. Nein, aber die nicht. Oh, ich hasse, dass es immer so oft so dunkel ist, dann sieht man nur die roten Augen, ich hab Angst. Du hast mich gerade geblockt, indem du auf mich draufgesprungen bist. Entschuldigung. Das ich Lüftungsschacht. Will so springen und auf einmal stehst du auf meinem Kopf. Boah, klettern wir in den Lüftungsschacht bitte und gehen dann erst weiter. Wo ist der Lüftungsschacht? Da. Und? Go, Tuttle, komm rein. Hi. Where is it? Okay, das war ein bisschen. Night Vision auf ihn. Toll. War nichts Besonderes. Ich mach mal Night Vision an.
und sehe ich die Feinde genauer. Oh ja, Night Vision. Hä? Hä? Ah, alles explodiert. Was passiert hier? Ich sehe nicht mal, wo Dinge explodieren. Alter. Ah. Okay, das war ein bisschen kacke. Ich habe gar nichts mitbekommen, nur Explosion gehört. Es ist alles explodiert und eine Tür ist langsam zugegangen und ich habe falsch reagiert und wurde einfach nur erquetscht. Alles verloren. Aber warum ist alles explodiert? Weil ich den Raum betreten habe. Event. Man kommt jetzt auch nicht mehr hoch, oder? Ja, dafür ist jetzt der Teleporter da. Der beamt dann wahrscheinlich genau nach diesem Raum, der... Ja. Ah, Gottes Willen. Au, ja, drück mir dieses Autowaffen wechseln, weißt du? Mir wird einfach ein Raketenwerfer in die Hand gedrückt, ja. Ich habe einen Raketenwerfer aufgesammelt, als ich vorne im Feind stand. Und habe ich den Auto sofort dahin gewechselt und nicht abgeballert. Ja, genau hier. Ja, in dem Raum war mal drin, der ist langsam zugegangen. Glaube ich. Und wie geht's hier weiter? Durch den... Schacht. Ah, du hast so gute Augen. Oh. Ich bin tot. Ich auch. Ich bin von irgendwas zerquetscht. Ich hab irgendwas Schwarzes gesehen und dann war mein Leben instant tot. Ich hab was Weißes gesehen und war tot. Jetzt hängt das Spiel bei mir. Drück E. Oder so. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Come get some. Ich hab die ganze Zeit E gedrückt, weil ich mich wiederbeleben wollte. Hä? Jetzt ist der nächste Teleporter da und wir dürfen es nicht mehr probieren. Hä? Was ist das für ein Level? Keine Ahnung, scheinbar eins, wo man für alles einen Versuch hat. Und das ist nicht so geil für uns. Genau! Ich bin tot! Wieso schieße ich auf einen Raketenwerfer? Tattle, du musst es überleben. Ich habe nur eine Pistole, die nicht explodiert. Ich wurde geschrumpft, noch lebe ich. Bitte, Gott, bitte. Ja, ich höre, wo du bist. Alter. Nein, warte. Ich habe ihn besiegt. Boah. Das war auch, glaube ich, noch nicht der schlimme Raum. Weil hier kommen wir noch hin. Oh Gott, Alter. Was? Oh Gott. Das ist eine Blitzplattform. Geh drauf. Da kommt noch 8 HP. Okay. Hier sind Schuhe gewesen. Ja, jetzt habe ich die. Ich habe irgendwie wieder raus. Okay. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder so kranke Sachen. Ja, hallo. Noch ist es nicht krank. Naja, ich kann nichts machen. Bin tot. Okay, ich habe beide getötet. Drück den Schalter und hier geht eine Tür auf. Ist das eine eigenartige Map? Aber interessant. Ist ja voll cool, das wurde so übrigens letztens bei der Map nicht aufgeklärt, wer da entflohen ist oder so. Müssen wir echt mal die Cutscenes angucken. Müssen wir es nochmal komplett im Singleplayer durchspielen, ja. Ja. Bestimmt ein YouTube-Video, Alter. Ah, stimmt, okay. Wo bist denn du eigentlich gerade so? Kommen die hinterher. Ah, du kannst hier durch, okay. Man kann hier die Fenster aufschießen. Aber man kommt irgendwie nicht durch. Oder ich bin zu behindert. Ich wollte eine Rakete reinschießen. Hatte ich keinen Bock auf größere Kugeln. Man kriegt hier auch voll viel Zeug. So. Hast du eine blaue Karte? Schalterkombination.
Okay. Ich hab die blaue Karte, ja. Okay, gut. Voll lange rumprobiert. Okay. Hail to the King, baby. So, ja, hast du eine gelbe Karte? Wurden auf jeden Fall gerade Gegner zerdrückt, glaube ich. Okay, das klingt gut. Achtung, da ist ein Schleimi. Oh Gott, da sind auch viel mehr davon drin. Hilfe! Aber es ist so dunkel, dass man nichts sieht. Lebst du noch? Ja. Ich habe einen Emergency Override aktiviert. Was passiert hier? Ich habe keine Ahnung. Alter, was ist mit dieser Map los? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Jetzt warte, lass mich schnell pinkeln gehen, Alter. Okay, aber ich bin gleich wieder da. Soll ich nicht erst die Folge beenden? Ich dachte, du hast sie gerade beendet. Ich habe noch auf einen Tschüss von dir gewartet. Tschüss, Leute, ich gehe ins Pinkeln. Bis gleich.